So, wir sind auf der Baustelle in Kreutsch und zwar hier sind LED-Bänder unten drunter. Die wollen wir natürlich auch mit dem Smart Home integrieren. Ist natürlich 12 Volt, jetzt habe ich hier ein 12 Volt Netzteil und habe hier die ganzen LED-Bänder und einen Kompakt-Dimmer-Air liegen wir hier oben drauf auf dem Schrank. Weil hier oben haben wir nämlich einen 230 Volt Anschluss da drauf. Und da werden wir dann die auch schön dimmen können da unten, die mit in das System integrieren können, dass man ein gemütliches Licht da hat oder ein helles Licht, kann man alles einstellen. Und das bauen wir jetzt mal zusammen. Das heißt, die müssen wir jetzt abschneiden, Hülse drauf pressen und dann gucken wir mal, wie wir das zusammenbasteln. So, und zwar, hier gibt es zwei Kabel. Hier ist ein 24 Volt Kabel. Das machen wir als Reserve, falls ihr oben ans Treiber und Schrank kommt. Und hier ist ein 230 Volt Kabel. Und hier sind die Kabel von den ganzen Stripes. Jetzt bauen wir als allererstes mal unseren Dimmer zuleitungsmäßig zusammen. Der gute Rittal-Schraubenzieher. So, haben wir schon mal Zuleitung zusammen. So, und jetzt haben wir hier ein 12 Volt Netzteil. So, da schließen wir erstmal den Minus an. Kann man vielleicht irgendwann mal ein kompakteres Netzteil besorgen. Schade, das ist nur gerade dabei. So. Kann man ja schön hinten an den Rand legen, da sieht man es nicht. Stelle Blumenvase davor. So, müssen wir mal gucken, hier ist glaube ich schon Strom drauf. So, gucken wir mal. Das ist der N. So. Also ihr schaltet natürlich mal sowas vorher aus. So. So, und schon ist das Netzteil DC okay. Und der Dimmer blinkt da zum Einlernen. So, jetzt gucken wir mal. So, ich muss ihn einfach nach unten biegen. So. Das machen wir erstmal hier vorne. Die können wir eigentlich abmachen. Hier sind irgendwelche Zwischenstecker dazwischen, keine Ahnung. Wofür der Krimskrams jetzt sein soll. So. Tun wir erstmal die ganzen. Oh, schneiden wir dahinter ab und dann. So. So. Da bellt ein Bello. Schwarzen hier zusammen. So, und jetzt die roten.
So. Und jetzt ist ja der erste auf der Seite Plus. Aber ich kann mich auch mal testen, wie, ob das richtig ist. Plus wäre, da wo der rote Strich drauf ist. Unten am Schrank leuchtet. So, dann schließen wir den hier auf Plus. Und den anderen schließen wir auf den zweiten, den Steckdose, die Schraube direkt daneben. Das ist dann der warmweiße Kanal, quasi der Kanal 4. So, jetzt muss ich noch was anderes unter die Kamera drunter legen, weil da liegen gerade die Deckelchen als Unterlage drunter. So. Ich klappe die Deckelchen hier drauf. So. Jetzt haben wir irgendwo die Tüte mit den Schrauben hier. So. Das seht ihr hier, der Dimmer blinkt jetzt hier. Rot, gelb, grün, abwechselnd. So. Das heißt, er ist im Lernmodus. So. Und jetzt werden wir ihn mal einlernen. Normalerweise ist der Dimmer ja ein 24 Volt Dimmer, aber er klappt natürlich auch mit 12 Volt, nur eben mit der halben Leistung. Der Dimmer hat ja normal 4x50 Watt, das heißt 4x25 dann bei 12 Volt. Oh, hier liegt eine Fliegenklatsche, ich glaube hier, die ist für Elektriker abzuklatschen hier, da ist ein Blitz drin. Aufpassen hier. So, jetzt gehen wir hier auf die Airbase. Gerätesuche. Gucken wir mal, ob kann ich da damit zu lang gewartet haben. Nee, da ist er. Perfekt. Weil da muss man nicht drauf achten, dass man nicht zu lange wartet. Weil irgendwann hat er keine Lust mehr, sich einlernen zu lassen. So, Gerät einlernen. Suche beenden. So, zumachen und speichern. So, gespeichert. So, und jetzt müssen wir wieder drauf gehen. Aktortyp ist ein Smart Einzelkanal-Dimmer. Und dann kann man die einzelnen Kanäle hier auch sehen. Und sobald wir jetzt auf den Aktor 4 draufklicken, seht ihr, blinkt die LED-Leiste. Da kann man die nämlich ganz gut identifizieren. So, das ist jetzt quasi die Arbeitsplattenbeleuchtung. Zack. So, und jetzt tun wir die, haben wir also einen großen Raum definiert, diesen Wohnbereich, und hängen die dann, das sieht man, der blinkt jetzt hier, der macht Updates. So, jetzt hängen wir den mit hier dran. Na, man kann den schon drüber ziehen, dann plupp, hängt er auch hinten dran, genau. So, dann machen wir jetzt hier, wenn wir hier auf die Seiten, so in das weiße Feld klicken, dann hier oben noch Bausteine ausrichten, flupp, jetzt sieht es auch schön aus. So, jetzt machen wir mal Doppelklick hier drauf.
die Lichtkreise, da ist die Arbeitsplattenbeleuchtung. So, und dann kann man bei irgendeiner Stimmung kann man die dann praktisch bei Entspannen, TV, entspannen. So, bei Entspannen können wir dann hier die Arbeitsplattenbeleuchtung, machen wir die mal auf 50%. Und bei Entspannen hell machen wir sie mal auf 90%. Und bei viel Licht sind sie auf 80, dann machen wir 100%. Ob lange 1000, 100. 1000%ig. 100. So, und jetzt tun wir das wieder hier. Nein, speichern. So, dann haben wir die dann auch drin. Wenn man das dunkel ist, können wir sie mal leuchten lassen. Ist die auch fertig? So, gespeichert ist gleich. So, mein Bildschirmaufzeichnung beenden. So, da oben ist er verbaut. So, jetzt machen wir mal Licht, klicken wir mal drauf. Bumm. Aus. So, und die andere Stimmung war dann entspannen. Hell, das ist die jetzt. Das ist schön hell. Doppelklick, Licht aus. So, und hier unterm Schrank, hier unten, da hat der Victor jetzt hier unten eine LED-Schiene drunter geschraubt. Wie ihr seht, stellt die Kamera scharf, ja, LED-Schiene drunter geschraubt. So, und hier vorne, komm, stell scharf. Ups, hier hängen vorne die Kabel hier raus. Und zwar unterm Schrank sind die verbunden mit einem Döschen, haben wir damals mal gemacht. Und die kommen dann hier oben in der Ecke raus. Und der Victor wird jetzt hier den Stripe anlöten, dass wir den hier oben reinmachen können und dann den Deckel drauf machen können. So, da ist der Victor mit dem Knüppelschraubenzieher da am Hantieren. Wenn man einen dicken Knüppel in der Hand haben. Ja, da haben wir von Viha diesen Knüppelschraubendreher, wo wir hinten, da sind verschiedene Bit-Einsätze drin. So, lele. Da habe ich das Stripe komplett abgerollt, dass ich auf der anderen Seite anlöten kann. Da kann ich das andere Stück nämlich noch gegebenenfalls gebrauchen, für, wo man direkt anschließen kann. So, und jetzt machen wir erstmal hier das 3M-Band hier. Kürzen wir erstmal gerade hier ein. Das Klebeband hier. So. Und jetzt müssen wir es wieder irgendwo drauf kleben. Ich habe hier noch ein Rollband. So. Klang. So, Lötkolben. Dann löten wir hier mal drauf. Habe ich euch ja mal gezeigt. Bisschen auf den Lötkolben. Bisschen hier drauf. Und ein bisschen draufhalten, bis es verläuft. Nicht zu lange, sonst haben wir den Lötpunkt kaputt gelötet. So. Und jetzt fangen wir mal an. Die Nummer 5 ist der rote. So. Bisschen verzinnen. So. R. So, dann die Nummer 4. Wo haben wir sie? Da ist die 4. Das hier ist 7x05. Das Kabel hier flexibel. Y, SLY. Umgangssprachlich aus Ölflex. So, das ist jetzt grün. Und das geht hier unten drunter unter dem Schrank dann in eine Dose. Und geht dann auf 7x15 zum Schaltschrank. Könnt ihr es auch sehen? Ich glaube, ich hänge jedes Mal davor, ne? Beim Löten. So. Nummer 3 ist dann der blaue. Nummer 2
ist dann der Weiße, ne? Das ist der Weiße. So. Und dann haben wir noch die Nummer 1, wo die Klemme drauf ist. Ich habe damals dem Kunden gesagt, überall mal eine Klemme drauf machen, dass man nirgendwo irgendwo einen Kurzschluss mal bauen. Über die Nummer 1. Es darf auf jeden Fall nichts passiert. So. Haben wir sie alle dran. So, jetzt habe ich eben schon die Heißklebepistole warm gemacht. So, jetzt tun wir das Ganze hier isolieren mit Heißkleber. Hast du getestet? So. Was hast du? Ob du das getestet? Nein, gleich. Gleich. Vertraut dir. Ja. So, jetzt warte mal kurz. Victor meint gerade, ob ich vorab getestet habe. Nee, habe ich noch nicht. Jetzt machen wir gleich Live-Test, wenn der Lütz-Syndrom ist. Wenn der Kleber drum ist. So, und dann noch von der Rückseite und seitlich, dass wir nicht irgendwo an das Aluprofil drankommen. Mit irgendeinem Kontakt. So. So. Und dann kleben wir es jetzt gleich da unten rein, dass wir es gut hart werden. So, der Lärm. Jetzt können wir das hier nach hinten in die Sockelleiste schieben. Das ist praktisch. Hier unten reinkleben, das ist die Leiste, die ist, ich glaube, 22 breit, da haben wir schon ein Spiel drin. Hier haben wir eine genommen, die nicht ganz so tief ist, weil hier unten ist es schlimm, wenn die Lichtpunkte vorne sehen würde. Das wäre nur dann, wenn man direkt reingucken würde. Aber hier ist es ja über Kopf. Hier guckt höchstens eine Maus. Ja, Maus, meint der Victor, guckt schon mal rein. Ja, vielleicht guckt eine Katze unten um die Ecke. Oder eine Spinne. Am Ende mache ich immer noch mal unter die Kontakte hier, wo ich es abgeschnitten habe, noch mal ein kleines Stückchen Klebeband von diesem Band, was ich abgezogen habe, hinten an die Ecke drunter, dass man das hochdrückt, dass es auf jeden Fall nicht irgendwo gegenkommt. So, metallisch gesehen. So, das ist der Reststückstreib. Das brauchen wir noch oben. So, jetzt können wir hier unten können wir schon die Farben einstellen. Schön wie so eine schwebende Insel. Da hinten leuchtet unter dem Schrank leuchtet die Beleuchtung. Also man kann jetzt abends schöne Stimmung einstellen, auch an der Decke und so Sachen. Das kann man dann perfekt machen. Steht meine Cola noch rum. Und Süßigkeiten, damit ich groß und stark werde.